Eigentlich war Kunstflug mit Hubschraubern verboten. Das aus gutem Grund, denn bislang war kein Hubschrauber in der Lage, Kunstflug durchzuführen. Nach Rücksprache mit dem Testpiloten und den Konstrukteuren der Firma MBB bekamen wir erste Zusagen für bestimmte Manöver wie Aufschwung, Abschwung, Steilkurven bis 90 Grad Schräglage. Ich war der einzige Pilot von unserer Truppe, der schon Kunstflugerfahrung hatte. Aber nur auf Segelflugzeugen. Es wurde viel über die Manöver diskutiert, wie sie zu fliegen seien, welche Geschwindigkeiten, Leistungseinstellungen und so weiter. Nach vielen endlosen Diskussionen ging es dann endlich zur Tat. Die Maschine wurde mit nur 200 Litern Kerosin betankt. Alle losen Teile aus der Kabine entfernt und los ging es. Der Flug führte zunächst in die Südheide, über unbewohntes Gebiet. Als Ausgangshöhe wählte ich 3000 Fuß. Die erste Figur, die ich fliegen wollte, war ein Abschwung. Also halbe Rolle nach links, im Rückenflug Steuerknüppel ziehen und die Maschine in Normalfluglage bringen. Wichtig ist hierbei, dass die VNE, also die maximal zulässige Geschwindigkeit, nicht überschritten wird. Tja, das war der Plan, aber es kam ganz anders. Steuerknüppel nach links? Nanu, was ist das denn? Alles dreht sich. Ich weiß nicht recht wohin und bin Sekunden später 1000 Fuß tiefer in halbwegs Normalfluglage. Was war passiert? Ich weiß es bis heute nicht. Der Schleppzeiger vom Schwerkraftmesser zeigte 3G, was durchaus noch im zulässigen Bereich war. Aber mehr kann ich über diese verunglückte Figur nicht sagen. Auf ein neues. Steigen auf 3000 Fuß. Steuerknüppel beherzt nach links, in Rückenfluglage kräftig gezogen. G-Messer im Auge behalten. Aha, 2,5G. Fahrt kontrollieren und ich komme 100 Fuß tiefer in Normalfluglage heraus. Ja, das war ein sauberer Abschwung. Gleich nochmal. Jetzt beginnt das Ganze Spaß zu machen. Welcher Hubschrauber kann das schon? Langsam nacheinander haben wir eine Figur nach der anderen entwickelt. Den Aufschwung, Looping, senkrechte Abwärtsspirale und so weiter. Was für ein Hubschrauber. In ihm steckt ein enormes Potenzial. Es ist wirklich, wie der Titel besagt, wenn man von der AL2 kommt, ist es ein Umstieg wie vom Volkswagen auf den Porsche. Langsam wurden viele militärischen Hubschrauberbetreiber auf uns aufmerksam und wir bekamen sehr häufig Besuch. Bei den Besuchergruppen stand natürlich immer wieder das Vorführprogramm an erster Stelle. Und alle staunten über diesen fantastischen Hubschrauber und seine Fähigkeiten. In dieser Zeit gewannen wir mit diesem Hubschrauber Weltmeisterschaften und Ehrenpreise bei verschiedensten Wettbewerben. Wir waren in ganz Europa auf Flugtagen zu sehen. Es war schon eine tolle Zeit. Das Vorführprogramm sah folgendermaßen aus. Start zum Schwebeflug. Durch Verneigen mit dem Heli Publikum begrüßen. Zwei flotte 360-Grad-Drehungen rechts und links herum. Den Start mit dem Heck voran, also rückwärts bis 500 Fuß. Jetzt den Steuerknüppel nach vorn, fast in Rückenlage. Senkrecht abwärts zur vollen Umdrehung um die Längsachse. Mit der jetzt gewonnenen Fahrt von ca. 120 Knoten hochziehen bis Rückenlage. Halbe Rolle links, das ist der Aufschwung. Kurs 180 Grad, kehre und Fahrt aufholen. Halbe Rolle links, abfangen, der Abschwung. Fahrt und Höhe aufholen, so circa 500 Fuß und 120 Knoten. Dann Looping. Aus dem Looping heraus ganze Rolle links. Looping und Rolle wurden so 2 bis 3 Mal geflogen.
Tiefer Vorbeiflug mit 120 Knoten, Kehrtkurve und Landung vor den Zuschauern. Der aufmerksame Leser bzw. Zuhörer wird sich jetzt fragen, warum die Rolle immer nach links? Nun, das hängt mit der Drehrichtung des Rotors zusammen, dem leicht schräg gestellten Rotormast und der Schubrichtung des Heckrotors. Nach rechts komme ich allenfalls bis in die Schräglage von 80 bis 90 Grad. Weiter geht's da nicht, weil der Steuerknüppelausschlag zu gering ist und die oben genannten Kräfte dieser Rollrichtung entgegenstehen. Der Hubschrauber hat natürlich eine enorme Verwendungsbreite. Die verschiedenen Betreiber der Bo 105 haben sie für Offshore-Dienste, Rettungsaufgaben, Polizeidienste und so weiter eingesetzt. Durch die zwei Triebwerke hatte sie auch ein enormes Sicherheitspotenzial, besonders wichtig über Wasser oder bei Einsatz über bewohntem Gebiet. Elektrik- und Hydrauliksteuerung waren doppelt ausgelegt und somit redundant, so dass sie selbst in dem Land, wo die meisten Hubschrauber gebaut werden, in großer Stückzahl flogen und bis heute noch zu finden sind. Natürlich wird sie auch in einigen Armeen auf der ganzen Welt immer noch geflogen, sowohl mit als auch ohne Bewaffnung. Das war die technische Abhandlung. Wir sind noch im Mai 73 und um den Erprobungsbetrieb aufzunehmen, mussten alle Piloten natürlich erst einmal ein wenig Erfahrung sammeln. Das hieß fliegen, fliegen, fliegen. Erst in Höhen über 500 Fuß und langsam immer niedriger, bis zu 10 bis 30 Fuß. Huch, es ist schon ein großer Unterschied, wenn ich unter 10 Meter Höhe mit ca. 110 Knoten fliege oder wie in der alten Alouette mit nur 70 bis 80 Knoten vorwärts komme. Aber nach wenigen Wochen waren wir dann so weit, dass wir den Erprobungsbetrieb aufnehmen konnten. Unser erster wirklich umfangreicher Auftrag war Einsatzgrundsätze des Panzerabwehrhubschraubers PAH zu erproben. Die Geschichte sollte sich über 2 Jahre hinziehen. Zwischendurch waren noch andere Einzelerprobungen durchzuführen. Also über mangelnde Arbeit und Flugzeiten konnten wir uns nicht beklagen. Aber für das Einsatzkonzept des PAHs brauchten wir einen Bordschützen oder Copilot, denn der Pilot konnte den Arbeitsaufwand unmöglich alleine erledigen. So kamen dann auch bald 10 junge Unteroffiziere frisch von der Flugschule, die uns als Copiloten zugeteilt wurden. Da die jungen Piloten noch keine Musterberechtigung für die Bo 105C hatten, flogen sie als Navigatoren auf allen Flügen mit. Um die Tiefliegerei sicherer zu gestalten, kam irgendjemand auf die Idee, einen Teil Norddeutschlands im Tiefflug abzufliegen und die Copiloten mussten dabei alle Strom- und Telefonleitungen, die überirdisch waren, in die Flugkarten einzeichnen. Nun muss man wissen, dass sich bei der Bo 105 auch schon bei Leichtbögenwetter aufgrund des gelenklosen Rotorkopfes jede Luftbewegung in den Hubschrauber überträgt. Für den, der fliegt, überhaupt kein Problem. Aber wenn man daneben sitzt und auch noch Eintragungen in die Flugkarte machen muss, dann ist das ein Riesenproblem. Deswegen kamen fast alle der jungen Copiloten mit einer Tüte in der Hand vom Hubschrauber in Richtung Toilette. Was hat es mit der Tüte auf sich? Nun, je nach Tageszeit enthielt sie entweder das Frühstück oder das Mittagessen. Beides aber leider nicht mehr zu gebrauchen. Die armen Kerle haben in der Zeit furchtbar gelitten. Wenn es nicht windig war, ging es ihnen eigentlich auch nicht viel besser. Denn wir Piloten hatten einen Hubschrauber unter dem Hintern, der so agil war, dass wir das natürlich in jeder Kurve ausgenutzt haben. Es war ein Dilemma. Nicht für die Piloten, nur für unsere armen Mitflieger. Aber auch die Zeit wurde überstanden. Langsam hieß es an unseren Auftrag herangehen und die Einsatzgrundsätze für Panzerabwehrhubschrauber zu erproben. Es wurde festgelegt, dass Panzerabwehrhubschrauber im Schwarm von 7 Maschinen operieren. Der Schwarm wurde noch aufgeteilt in 2 Rotten. Die erste Rotte bestand aus 4 Maschinen, die zweite Rotte aus 3 Maschinen. Wie sollte die Verständigung untereinander funktionieren? Viele Vorschläge kamen auf den Tisch, aber keiner war so richtig praktikabel. Funk sollte so sparsam wie möglich eingesetzt werden. Geschützte, kodierte Funkgeräte gab es nicht für Hubschrauber. Signaltafeln waren auch keine Option. Also wurde eine Bedrohungslage erfunden und die PAH sollten die feindlichen Panzer bekämpfen.
Guten Mutes stürmten wir mit 7 Maschinen los, um den Feind zu bekämpfen. Wir erinnern uns, Funkstille halten und nach Handzeichen führen. Es dauerte nicht lange und keiner wusste, was gespielt wurde. In meiner Verzweiflung setzte ich mich erstmal auf einen Acker, um mich richtig zu orientieren. Nicht mit dem Hintern, sondern mit dem Hubschrauber natürlich. Es dauerte nicht lange, dann kam die zweite Maschine. Ebenso orientierungslos. Die dritte und vierte kamen kurz darauf. Nun standen wir sternförmig voreinander und alle 4 Piloten zuckten mit der Schulter. Keiner wusste, wie es weitergehen sollte. Was wir auch nicht wussten, der Schwarmführer suchte verzweifelt nach einer Rotte. Ja, das waren wir. Aber ein Soldat hält sich an den Befehl und das war Funkstille. Da unser Sprit auch langsam zur Neige ging, entschlossen wir uns, nach Hause zu fliegen. Erst dort sahen wir dann unseren verzweifelten Schwarmführer wieder. Wir haben nicht aufgegeben und viele weitere kleine Übungen unter den verschiedensten Bedingungen durchgeführt. Es lief immer besser und wir haben uns tatsächlich auch mit minimalen Funkverbindungen ausgezeichnet zurechtgefunden und wurden nach einiger Zeit auch sehr gut in unserem Konzept der Panzerbekämpfung. Aber es ist weiterhin ein starkes Stück harter Arbeit und hat nichts mehr mit Fliegerromantik zu tun. Und man darf weiterhin nicht vergessen, das Ganze dient dem Ernstfall, um feindliche Panzer zu vernichten. Aber in einer Versuchsstaffel werden natürlich noch viele andere Versuche durchgeführt. Wie trägt sich eine neue Fliegerkombi? Welche Vor- und Nachteile hat ein neuer Handschuh? Kriegt man in diesen Stiefeln Schweißfüße? Und so weiter und so weiter. Und für alles müssen gut begründete und sachliche Berichte geschrieben werden. Den Testpilot mit dem Fliegerhelm unterm Arm, der von schönen Frauen begehrt wird, den gibt's leider nur im Film.